Sport ist eine Hochleistung für den menschlichen Körper. Ein perfektes Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen und Gelenken. Das, was unser Körper leistet, kann durch hochwertige Sportbekleidung unterstützt werden. Dem richtigen Sportschuh kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Das gilt für den Freizeitsportler wie den Profi. Laufschuhe sind ein extrem wichtiges Werkzeug für mich. Heutzutage sind es Bruchteile von Sekunden, die im Sport entscheiden, und somit muss das Zusammenspiel zwischen meinen Füßen und meinen Schuhen perfekt sein. Sobald meine Füße in meinen Laufschuhen stehen, ist es wichtig, dass die Interaktion möglichst optimal ist, denn alles andere kostet nur Kraft, Energie und erhöht das Verletzungsrisiko. Doch wie entwickelt man den perfekten Laufschuh und was muss er leisten, um einen Läufer in seinem Bewegungsablauf optimal zu unterstützen? Um das herauszufinden, haben wir zusammen mit Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno das Forschungs- und Entwicklungszentrum von ASICS in Japan besucht. Sportschuhentwickler arbeiten hier eng mit Athleten und Trainern aus aller Welt zusammen. Gemeinsam wollen sie Bewegungsabläufe, die für den Laufsport typisch sind, analysieren. Danach steht die Entwicklung neuer Materialien auf dem Programm. In diesem Forschungslabor entstand schon 1987 das erste Silikon-Schuhdämpfungssystem. Die Dämpfung, also die Reduzierung des Aufpralls in dem Moment, in dem der Fuß den Boden berührt, ist eine zentrale Funktion eines Laufschuhs. Bei jedem Laufschritt treffen zwei Systeme aufeinander, der menschliche Körper und der Boden. Dabei entsteht Druck und Zug, die das Vierfache des Körpergewichts des Läufers ausmachen können. Das belastet die Gelenke. Tests zeigen, Stoßkräfte bei schnellem Laufen auf hartem Untergrund, Asphalt, sind höher als bei langsamerem Laufen auf weichem Rasen. Sportschuhentwickler in Kobe haben ein Material entwickelt, das gleichbedeutend mit der Schockdämpfung wurde, das ASICS Gel. Solche Gelkissen bestehen aus gelviskose-elastischem Vinylmaterial und werden unter der Ferse und im Ballenbereich platziert. Im Moment des Auftritts können Sie die vertikalen Schockkräfte zur Seite ableiten und so eine Überbelastung vorbeugen. Wie wirkungsvoll das Gel ist, zeigt das Experiment. Ob ein rohes Ei einen solchen Sturz übersteht? Boah, krass. Schauen wir mal, ob das echt ist. Das finde ich beeindruckend. Ebenso wichtig ist die richtige Passform. Schon bei der Herstellung des Laufschuhs wird über den Tragekomfort und ein entspanntes Laufgefühl entschieden. Es ist das Obermaterial des Schuhs, das in jeder Bewegungsphase perfekt mit dem Fuß zusammenspielen muss. Passt es sich nicht optimal an, so entstehen Falten und mögliche Beschwerden für den Sportler. Beim Sport wird der Schuh warm. Temperaturen von über 45 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Fußraum sind normal. Da ist maximaler Luftaustausch gefragt. Das Sandwich Mesh kann dreimal mehr Luft austauschen als Gewebe oder Leder. Das Resultat ist ein angenehmes Fußklima und weniger Blasenbildung auf der Haut. Damit das Obermaterial sich so bewegen kann wie eine zweite Haut, kommt in besonders strapazierten Bereichen ein Hightech-Stretch-Material zum Einsatz. Auch das Schnürsystem ist wohl überdacht. Die Asymmetrie erlaubt eine optimale Anpassung des Schaftes an den Fuß. Die optimale Passform eines Schuhs entsteht auf dem Leisten. Die Leisten, die ASICS verwendet, sind das Ergebnis von vielen tausend dreidimensionalen Fußvermessungen. Viele Sportlerinnen und Sportler haben hier Modell gestanden. Im Programm sind 16 verschiedene Leisten in unterschiedlichen Weiten. Mit diesem 3D-Fußanalysesystem werden die Füße des Läufers siebenfach vermessen. Von der Spannhöhe und der Fußlänge über die Fuß- bis zur Fersenbreite. Ausgehend von diesen Werten wird ein sehr genaues Profil des Fußes erstellt. Das sogenannte Foot-ID-System wird auch bei der Laufberatung im Handel eingesetzt. Die dabei gesammelten Daten der Kunden werden wiederum an das Forschungsinstitut in Kobe weitergegeben. So erfahren die Sportschuhentwickler, wie sich Fußformen auch von Freizeitsportlern darstellen. Auf diese Weise lassen sich die Leistenformen weiter optimieren. In jeder Phase des Bewegungsablaufes muss der Laufschuh dem Fuß Halt geben.
Sonst sind die Bein- und Fußmuskulatur permanent mit der korrekten Ausrichtung des Fußes beschäftigt. Die Mittelsohle fällt dieser Aufgabe zu. Bei vielen Läufern besteht die Tendenz zu einer Überpronation, einem übermäßigen nach innen Kippen des Fußes. Das Resultat sind erhebliche Mehrbelastungen von Muskeln und Sehnen. Das Verletzungsrisiko steigt. ASICS hat im Laufe der Zeit mehrere stabilisierende Elemente entwickelt, die in der Mittelsohle integriert sind und dem Läufer Sicherheit geben. Die Mittelsohle selbst besteht aus synthetischem Material mit exotischen Namen wie Speva oder Solite. Diese besitzen gummiartige Eigenschaften. Nach jedem Bodenkontakt regenerieren sie sich extrem schnell und nehmen ihre Ausgangsform wieder ein. Sofort sind sie bereit, um den Aufprall des nächsten Schrittes effektiv zu dämpfen. Und hier hat man ganz klar gesehen, das ist das richtige Material. Solite ist besonders leicht und verringert das Eigengewicht des Schuhs erheblich. Optimaler Grip, das steigert die Stabilität des Fußes auf dem Boden. Zugleich wird die volle Leistungskraft der Beine und Füße in Bewegung umgesetzt. Zudem muss der Laufschuh flexibel genug sein, sodass sich der Fuß entsprechend seiner Form vom Boden abdrücken kann. Ein steifer Schuh würde den Fuß zu Fehlbewegungen zwingen. Die Außensohle schafft eine Balance zwischen Grip und Flexibilität. Das Sohlendesign sorgt für den optimalen Bodenkontakt. Wechselnde Untergründe und spezifische Bewegungsformen erfordern unterschiedliche Designs. Damit das funktioniert, kombiniert man verschiedene Gummikompositionen mit unterschiedlichen Profilierungen. Geschäumter Gummi ist zum Beispiel sehr leicht und unterstützt die Dämpfung und Flexibilität, etwa in der Sporthalle. Vollgummi dagegen ist abriebfester und haltbarer. Er kommt bei Trailrunning-Schuhen oder Laufschuhen für schwere Sportler zum Einsatz. Die Außensohle ist der Teil des Laufschuhs, der am strapazierfähigsten sein muss. Ein Laufschuh muss haltbar sein, auch bei extremen sportlichen Herausforderungen, wie etwa einem Marathon. Extreme Wetterbedingungen wie Regen oder Hitze müssen bestimmte Funktionen im Laufschuh abrufen können. Ein von ASICS entwickeltes AH-Gummi kommt überall dort in der Außensohle zum Einsatz, wo extremer Verschleiß zu erwarten ist, an den Absatzecken etwa oder beim Einsatz auf grobem Untergrund. AH-Gummi erhöht die Lebensdauer des Sportschuhs erheblich. Ein erfolgreicher Laufschuh muss viele Funktionen erfüllen. Im ASICS Forschungsinstitut in Kobe werden beständig neue Technologien entwickelt, die den Sportschuh immer weiter optimieren. Am Ende zählt jedoch nicht die einzelne Technologie, sondern das Gesamtwerk Schuh. Je nach individueller Anforderung des Laufschuhs werden Bausteine und Technologien kombiniert und effektiv ausbalanciert. Nur wenn das gelingt, entsteht ein Schuh, der Freizeitsportler und Athleten beim Erreichen ihrer persönlichen sportlichen Ziele unterstützt. Also ich jedenfalls bin von dem ASICS-Konzept begeistert. Hier wird jede Menge Wissen und Leidenschaft miteinander kombiniert, um ein Top-Produkt zu kreieren, auf das ich mich hundertprozentig jeden Tag verlassen kann. ASICS. Anima Sana in Corpore Sano.